Herzlich willkommen zurück und an dieser Stelle auch der Hinweis, wir würden uns freuen, wenn Sie Lust haben, unser Facebook-Freund zu werden oder facebook.com/Audi Startalk. Heute in Wolfsburg der Audi Startalk mit Klaus Allofs und Dieter Hecking. Wir haben angekündigt, wir wollen kurz mal darüber reden, über Aki Watzke und Heribert Bruchhagen, die sich auf einem Sportsponsoring-Kongress vor kurzem folgendermaßen zu der Thematik, ich sag mal Spannungsverhältnis, vorsichtig ausgedrückt, Traditionsvereine, Werksclubs. Bitteschön. Es geht nur darum, dass Traditionsvereine wie der 1. FC Köln, wie der 1. FC Kaiserslautern, die immer ausverkaufte Stadien bei uns, die immer das Kontingent ausschöpfen, dass ich das beklage, dass die uns fehlen und dass die durch diese neu entwickelten Werksclubs schlichtweg um 3 Plätze zurückgeschoben werden, bis in die 2. Liga hinein. Es geht doch nur darum, und da hat doch Heribert Bruchhagen völlig recht. Wir wollen doch, wir geben momentan überall, wenn wir auf Roadshow im Ausland sind, damit an, wir haben die höchsten Zuschauerzahlen, wir haben dies, wir haben das. Wir können aber nicht noch 3 Mannschaften verkraften, die zu Hause 25.000 und auswärts 500 reisen. Dann ist die Liga, dann kollabiert das System. Ja, das war klar, dass Aki Watzke übrigens am Sonntag um 11 Uhr auch im Volkswagen Doppelpass. Wie sehr ärgert Sie das? Empfinden Sie das vielleicht sogar schon fast auch ein bisschen als in Anführungszeichen arrogant? Ich habe weniger auf die beiden jetzt geachtet. Ich habe auf die Körperhaltung und auf das Gesicht von Thomas Röttgermann, meinem Kollegen, und auf von Wolfgang Holzhäuser geachtet, die eigentlich schon alles ausgesagt haben. Eigentlich fast schon gelangweilt auch darüber, dass es wieder dieses Thema kommt. Und ich finde, zu sagen, dass das System kollabiert. Also ob jetzt 500 Gästefans kommen oder ob 1500 Gästefans kommen, ich glaube, das zielt vollkommen an der Sache vorbei. Ich glaube, dass die Bundesliga so ist, wie sie ist, weil wir einfach auch diese Vielfalt haben. Wir haben diese Traditionsclubs, aber wir haben auch Clubs wie Bayer Leverkusen, wir haben Clubs wie Hoffenheim, wir haben auch einen Club wie VfL Wolfsburg, die natürlich sehr viel auch für den Fußball machen. Ich glaube, die ganze Bundesliga wünscht sich, dass dieses Engagement von Volkswagen weitergeht und dass es in dieser Form weitergeht. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, wenn man einen Partner hat, der so nachhaltig sich in der Bundesliga engagiert. Sie kommen ja von einem sogenannten Traditionsverein, Sie auch. Wie empfinden Sie das? Also ich finde die Diskussion natürlich mehr aus sportlicher Sicht, wenn man Sportliches schafft, in die Bundesliga aufzusteigen. Ja, und jetzt nehmen wir mal Eintracht Braunschweig. Die haben auch ein Stadion nur von 21.000 Zuschauern. Wenn diese Rechnung aufgehen sollte, die Herr Watz gesagt, ja, dann können wir die auch nicht zulassen. Und ich glaube... Das kommt hier natürlich an. Aber nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Nein, das hat mit der Realität. Ich freue mich darüber, wenn die Eintracht aufsteigt, weil die Konkurrenz belebt das Geschäft. Aber da ist eben genau das Gleiche. Es ist auch ein Stadion nur mit 21.000 Zuschauern. Ja, und sollen die jetzt nicht aufsteigen, weil sie nicht 40.000 haben zu Hause? Also sehe ich keinen Sinn drin. Und deshalb sollte man, wenn man es sportlich schafft, da auch die Tür offen halten für diese Vereine. Eins möchte ich Sie doch noch schnell fragen, habe ich gerade vergessen, weil wir Aki Watzke gesehen haben. Haben Sie irgendein persönliches Thema miteinander? Weil er hat jetzt in den letzten Tagen auch noch eine andere Sache abgeschossen und hat also gesagt, und da hat er Sie sogar beide, glaube ich, angesprochen, wie sollen denn bitte Spieler Vertragstreue zeigen, wie sollen wir Verantwortlichen eines Clubs einen Spieler zur Vertragstreue anhalten, wenn wir selber das nicht leben? Vielleicht muss man wie in Italien und Spanien die Regelung einführen, während der Saison nicht wechseln zu dürfen. Oder Sie haben sich sogar genannt in dem Zusammenhang. Ja. Grundsätzlich, wenn man viel gefragt wird, muss man viel antworten. Das ist so. Okay. Und zu dem Thema, glaube ich, kann man nur sagen, Dieter hat eine ganz klare vertragliche Regelung gehabt. Ja. Das ist sauberer, geht es nicht. Bewusst ausgehandelte Freigabe, glaube ich. Also absolut sauber, ich sage es nochmal. Beide Seiten haben den Vertrag unterschrieben. Hätte es die Klausel nicht gegeben, hätten wir diese Bemühungen gar nicht unternommen. Bei mir kann man das etwas anders sehen. Ich glaube aber, dass man... wenn man als Geschäftsführer für die Zusammenstellung einer Mannschaft zuständig ist in einem Club und die Arbeit abgeschlossen ist und die Arbeit war für Werder Bremen abgeschlossen. Wir hatten dann eine ganz lange Vorlaufzeit jetzt für einen Nachfolger, das dann eben auch neu zu gestalten. Dann ist das eigentlich der richtige Moment und nicht der 30.06., um einen Verein zu wechseln. Und ich glaube, bei mir kann man nicht davon reden, dass das irgendwo eine Söldnermentalität ist, wenn man 13 Jahre beim Club geblieben ist. Wie empfinden Sie das denn als jemand? Sie sind ja wahnsinnig lange in diesem Geschäft. Als Spieler, wie finden Sie das denn? Sie machen das doch, glaube ich, sehr selten, kann ich mich jedenfalls kaum ein konkretes Beispiel erinnern, dass man sozusagen anderen Kollegen eines Vereins die Leviten liest oder versucht, den...
Ja, gut, das ist, Sie haben recht. Also ich habe da nicht oft das Bedürfnis, ich habe es eben schon im Zusammenhang mit Felix Magath gesagt, ich ziehe es vor, dann, wenn ich ein Problem habe, das im persönlichen Gespräch zu machen. Und einige sind eben mitteilungsbedürftig und wollen das gerne werden auch gefragt und meinen dann eben auch, vielleicht, wenn es die Meinung ist, ist das in Ordnung, aber ich habe auch nicht den Anspruch, es allen recht zu machen. Das war bei meinem Wechsel nicht so und das ist auch bei den anderen Handlungen, die wir auch gemeinsam vorhaben, wollen wir es nicht allen recht machen. Meine Herren, gleich haben wir noch etwas ganz Besonderes mit Ihnen beiden geplant. Wir freuen uns nämlich, liebe Zuschauer, auf ein direktes Duell, Mann gegen Mann, Hacking gegen Alofs, gleich. Der Showdown auf dem Grün. Bleiben Sie dran, es wird spannend hier im Audi Star Talk.